Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte heute mit euch wieder eine besondere Kartenform machen. Und zwar ist dies eine Geburtstagskarte mit einer geheimen Botschaft. Und die ist jetzt für einen Mann, deswegen ist sie in der Dekoration ein bisschen schlichter gehalten. Und ich zeige euch jetzt gleich, was die Karte Tolles kann. Und zwar, wenn man die aufmacht, sieht die schon mal ganz cool aus, finde ich. Und wenn man sie dann so zusammenklappt, kann man hier nochmal ein geheimes Fenster öffnen. Das ist doch total cool, oder? Und wenn man sie dann wieder zusammen macht, sieht die so aus. Und man sieht auch hinten wirklich diese geheime Message nirgendwo. Also es ist echt eine richtig coole Kartenform. Genau. Und zwar habe ich ja schon gesagt zum Thema Geburtstag. Für einen Mann habe ich mir das gedacht. Ich finde, es ist immer ein bisschen schwierig, für einen Mann eine Karte zu machen. Und deswegen ist es ganz toll, wenn man da so besondere Kartenformen verschenken kann, weil die auch immer gut ankommen. Okay, ich zeige euch jetzt, was ihr alles braucht. Und zwar, einmal schneide ich mir ein Papier. Und zwar ist es jetzt der Farbkarton in Jade auf das Maß 14 cm mal 20 cm. Das ist meine Grundkarte. Und jetzt falze ich mir das gleich. Ich lasse es gleich hier so liegen, also dass diese lange Kante oben liegt. Und ich falze mir das jetzt einmal bei 5 cm, bei 10 cm und bei 15 cm. Dann drehe ich mir das einmal um und falze es mir nochmal bei 5 cm und bei 15 cm. Sind quasi unsere Falzlinien einfach nochmal gedoppelt. Und jetzt falze ich mir das gleich mal so rein, wie ich es brauche. Und zwar eigentlich ist es nur so ein Zickzack. Ihr könnt euch zuerst die Karte so zusammenklappen und dann nochmal so im Zickzack das Ganze nachfalzen. Und das falze ich mir richtig fest nach, auch nochmal mit dem Papierfalter. Klappe sie dann nochmal auseinander und falze sie nochmal nach. So, und schon haben wir die Grundform unserer Karte. Dann lege ich mir die Karte so ein, dass meine kurze Seite oben anliegt und lege mir das Ganze jetzt an bei 3,5 cm. Hier, 3,5 cm. Und jetzt nehme ich meine Schneideklinge, das ist die dunklere, und schneide mir von 5 cm, also hier sieht man das, ich schneide mir jetzt von 5 cm bis 15 cm runter. Und dazu piekse ich mir einfach meine Klinge bei 5 cm einmal an und ziehe mir das dann durch bis 15 cm. Dann schiebe ich mein Papier weiter auf 7 cm hier oben und schneide mir nochmal zurück von 15 cm bis 5 cm. Noch einmal weiterschieben auf 10,5 cm. Und dann das Ganze nochmal schneiden von wieder 5 cm bis 15 cm. Und dann sieht unsere Karte so aus. Und eigentlich war das schon das Schwierigste von der ganzen Karte. Man glaubt es kaum, wenn man die sieht, denkt man, die ist total kompliziert, aber die ist total einfach. Und dann brauche ich noch ein Stück Flüsterweiß in dem Maß 14 cm. Schneide ich mir jetzt mal schnell zu. Mal 4,9 cm. Und das Ganze brauche ich zweimal. Ich finde, mit diesem Maß tut man sich leichter beim Einfädeln. Ihr könntet aber auch 5 cm nehmen. Okay, und jetzt fädeln wir unsere Karte hier natürlich schon mal ein, unsere beiden Teile. Und das mache ich einmal so, dass hier oben das Weiße ist und einmal so, dass hier unten das Weiße ist. Also genau unterschiedlich. Ihr seht gleich, was ich meine, wenn ich das wieder ein bisschen komisch erkläre. So. Genau. Also so ist es jetzt eingefädelt. Einmal hier das Weiße und einmal hier das Weiße oben und so gegensätzlich. Und das ist schon alles, was wir für unsere Karte brauchen. Also
Das ist wirklich eine super einfache Karte. Wir falzen die jetzt, legen uns die jetzt zusammen, machen sie mal auf und gucken, ob es funktioniert. Heißt, wir knicken das zusammen hier hinten. So, zeigt sich mal von oben. Und jetzt nehmen wir uns einfach hier vorne diese beiden Elemente zur Seite und schon ist unsere Karte fertig. Also das Grundprinzip ist wirklich mega cool und mega einfach. Ich falze mir das jetzt nochmal ordentlich nach und dann kann ich es mir wieder auseinanderklappen. Und jetzt geht es schon ans Dekorieren. Für die Deko habe ich schon ein bisschen was vorbereitet und zwar braucht ihr viermal ein Designerpapier in dem Maß 13 x 4 cm. Ich habe jetzt hier das Designerpapier, jetzt wird's wild. Da sind hinten drauf die Nilpferde. Also es ist eigentlich ein Kinder-Designerpapier, aber mit ganz coolen Mustern auf der Rückseite. Und das passt eben hier ganz gut, finde ich. Dann braucht ihr viermal ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß in dem Maß 13,5 x 4,5 cm. Und das habe ich mir dann eben hier schon drauf geklebt. Dann habe ich jetzt nochmal ein Stück Jade und habe mir hier schon mal mit der Stanzform aus den Stickmusterrahmen die größte viereckige Form ausgestanzt. Und das brauchen wir gleich nochmal mit Weiß. Deswegen habe ich noch ein Reststück in Flüsterweiß und ein Reststück in Limette. Da reicht wirklich so ein ganz schmaler Streifen. Und dann geht es auch schon los. Ich klebe mir jetzt auch wieder mit Flüssigkleber einfach mein Designerpapier schon mal auf mein Flüsterweiß auf. Mal gucken, ob der Kleber heute noch was hergibt. Ja. Und ich klebe mir das einfach so auf, dass ich da so einen schönen Rahmen außenrum habe. Genau. Und diese vier Teile klebe ich mir jetzt schon mal auf meine Grundkarte auf. Und zwar einmal auf die Innenseiten und einmal, wenn man sie ganz normal zuklappt, vorne drauf. Und das mache ich auch wieder mit Flüssigkleber. Und als nächstes geht es schon an die weitere Dekoration. Dafür benutze ich als Farben einmal das Stempelkissen Anthrazitgrau, einmal Limette und einmal Jade. Und ich fange jetzt an mit dem Anthrazitgrau und dem Geburtstagsspruch Schönen Geburtstag. Den habe ich aus dem Set doppelt gemoppelt. Das ist ein ganz tolles, großes Set. Ihr kennt es schon von mir, ich benutze das sehr gerne. Und hier habe ich den Schönen Geburtstag rausgenommen. Und man kann natürlich dann für innen auch zum Beispiel den Partyhut verwenden. Das ist bestimmt auch ganz süß. Und den Schönen Geburtstag stempel ich mir jetzt einfach auf ein Stück Flüsterweiß auf. Und dann stempel ich auch gleich innen rein in meine Karte. Und dafür habe ich das Stempelset Treat Time genommen und ich finde, da sind ganz tolle Sprüche drin, die man da super verwenden kann. Gibt es allerdings nur in Englisch, aber ist trotzdem ein sehr, sehr schönes Stempelset. Und was auch ganz cool ist, ist, dass die Sprüche auf diese tolle Stanze passen. Als erstes benutze ich den Time to Celebrate Stempel und versuche mir den hier schön in mein Kästchen reinzutreffen. Und den Happy Birthday Stempel mache ich mit Jade. Und dann haben wir hier noch so kleine, coole Party, also es war so Sterne und so Punkte und so, wie so kleine Luftschlangen. Und die müssen natürlich auch mit drauf. Ich lasse das jetzt kurz trocknen und in der Zeit stanze ich mir schnell mit der Big Shot diese Form aus. Und zwar nochmal das große, also die große Vierecksform von den Stickmustern und dann stemple ich auf die Rückseite weiter. Wir machen jetzt einfach die Big Shot und stanze mir das einmal schnell aus. Und jetzt mache ich mir die Karte nochmal mit dem Effekt auf und stempel hier weiter. Habe ich einmal das Happy for You, das habe ich jetzt in der Farbe Jade nochmal.
dann nochmal in Limette, die kleinen Kringel, die wirklich total süß sind. Und dann noch den Spruch, it's a real treat being friends with you, in Jadeblau. Also ich finde, das sind echt coole Stempelsets in diesem Set. So, also sieht schon sehr, sehr gut aus, oder was sagt ihr? Das lasse ich jetzt auch noch ganz kurz antrocknen, dass sich ja nichts verschmiert. Und stanze mir in der Zwischenzeit mit dem klassischen Etikett einfach zweimal das klassische Etikett aus. Ein richtiger Zungenbrecher. Klassisches, ja, ihr wisst, was ich meine. Klassisches Etikett. Und das brauche ich zweimal. Und dann kann ich mir die Karte schon nochmal zumachen und hinten weiter stempeln. Ich mache hier noch mein Logo drauf, selbstgemacht in Babsis Bastelwerkstatt, nochmal in Jade. Okay, passt. Und auch auf die Rückseite, glaube ich, mache ich nochmal in Limette, diese kleinen süßen. Elemente drauf. Und jetzt sind wir mit Stempeln schon fast fertig. Ich nehme jetzt mal auf die Seite. Das Einzige, was ich jetzt noch stempel, ist mein schöner Geburtstag. Das mache ich auch nochmal in Jade. Auch nochmal mit diesen Party-Elementen. Und dazu putze ich mir schnell meinen Stempel ab. Ich glaube, da ist noch... Ja. Und kann mir das jetzt hier auch nochmal zweimal drauf stempeln. Einfach so ein bisschen in den Hintergrund. Sieht sehr, sehr süß aus. Und gerade bei Männern muss ja die Dekoration immer eher schlichter sein, deswegen können wir da ruhig ein bisschen mehr stempeln. Wir machen ja dann keine Glitzersteine oder so drauf. Und jetzt geht es schon ans Zusammenbauen. Ich falze mir das nochmal nach. Ein bisschen so. Leg mir das ja auch nochmal richtig ins Bild. Und klebe mir jetzt meine beiden, ich sag jetzt Etiketten oder meine beiden ausgestanzten Formen so ein bisschen voneinander abgesetzt übereinander. Und zwar mache ich das mit dem Dimensionals. Und dann mache ich jetzt hier in diesen oberen Bereich so drei Dimensionals drauf. Oder vielleicht sogar vier. Genau, dass das eben schön erhaben darüber geht. Und ich lasse mir da so einen kleinen Rahmen, dass man die beide so schön sieht. Und dann nehme ich meine beiden klassischen Etiketten und mache mir die wie so kleine Fähnchen hinten rein. Und das mache ich dann mit den Glue Dots. Dazu klebe ich mir einfach auf ein Etikett auf beide Seiten eines, ein Klebepunkt, und auf das andere Etikett nur auf eine Seite. Und jetzt klebe ich mir die einfach so übereinander, wie es mir ganz gut gefällt, vom Abstand. Das eine vielleicht ein bisschen kürzer, das andere ein bisschen länger. Und dann kann ich mir das einfach so hinten rein bauen, sozusagen einfach hier hinten so reinkleben. Genau, so finde ich es jetzt eigentlich ganz cool. Und dann sieht man das nachher auch von hinten nicht mehr, weil ich klebe mir das ja nur zur Hälfte auf. Und wenn ich das dann aufklappe, sehe ich hier keinen Rand mehr oder keinen Kleber. Genau, und das mache ich jetzt einfach noch mit Flüssigkleber, den ich auch wieder nur auf die eine Seite aufbringe. Nicht zu viel Kleber nehmen, dass nichts rausläuft an der Seite. Und dann klebe ich mir das hier noch so schön drüber. Ja. So. Ja. Und das war's schon. Also unsere super coole Karte ist wirklich schnell gemacht, hat einen total tollen Effekt und ist wirklich richtig, richtig cool. Ich mache sie jetzt nochmal mit euch auf natürlich. Wer möchte, könnte auch noch mit einem Magnet das Ganze verschließen. Also wenn man hier im Hintergrund einen Magnet macht und hier unten rein unter das Designerpapier, hätte man da auch einen ganz coolen Verschluss. Aber eigentlich hebt sie ganz gut so. Und jetzt machen wir es dann nochmal zusammen auf. Also wir machen hier einmal auf. Natürlich hat man hier noch genügend Möglichkeit, ein bisschen Text unterzubringen. Und wenn man sie dann so zusammenlegt, tada, kann man sie nach innen wieder aufmachen. Und dann macht man sie wieder zusammen und kann sie wieder so ausklappen. Also wirklich mega cool. Und so einfach. Ich bin ganz begeistert. Ich hoffe, euch gefällt die Karte auch. Das ist mal eine Idee für den Mann. Und man kann natürlich auch für eine Frau machen und dann noch ein bisschen mehr
ausdekorieren mit ein bisschen Glitzy und ein bisschen Blümchen oder je nachdem. Da fällt euch bestimmt was dazu ein. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Drückt dabei auf diese kleine Glocke und dann bekommt ihr immer eine kostenlose Nachricht, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!